Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei eurem Geschirrspüler von Bosch, Siemens oder Neff den Fehler E2130 oder 2130 angezeigt bekommt, liegt es meistens daran, dass die Auslassöffnung vom Zeolith-System verstopft ist, das Zeolith-System zu warm wird und dadurch dieser Fehler angezeigt wird. Dann schaut bitte in eurem Gerät, öffnet das mal und schaut auf der rechten Seite, ist im Prinzip diese Auslassöffnung für das Zeolith-Gerät, ob dort vielleicht eine Schüssel, ein Tablett oder ein Topf oder ähnliches zu nah an dieser Auslassöffnung steht und dadurch dieser Fehler auftritt.